Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute geht es schnell um die Geschwindigkeit von Elektronen im metallischen Leiter. Da wollen wir mal ausrechnen, wie schnell so ein Elektron im Kupferkabel oder in einer Glühwendel beispielsweise ist. Dazu schauen wir uns dieses einfache Schaltbild an, bei dem wir hier eben genau diese Glühlampe finden, die zwar verboten ist, aber ganz wunderbar zur Rechnung sich natürlich noch eignet. Eine nominale Leistungsaufnahme von 100 Watt. Eine Spannungsquelle mit einer Spannung von 230 Volt, aus offensichtlichen Gründen natürlich. Und das Ganze ist angeschlossen über eine Kupferleitung, die hier so in dick gezeichnet worden ist. Diese Kupferleitung hat keinen Widerstand, der interessiert uns nicht. Real hat er natürlich einen, sondern einen für diesen Zweck sicherlich üppig, aber naja, auch nicht so ungewöhnlich bemessenen Querschnitt von 1,5 Quadratmillimeter. Naja, so, was brauchen wir dazu? Als allererstes müssen wir uns jetzt mal angucken, wie groß denn der Strom ist. Das ist relativ einfach. Aus der Gleichung P gleich U mal I folgt natürlich sofort, dass I gleich P durch U ist. Und das sind 0,435 Ampere bzw. 435 Milliampere, wie man auch sagen würde. Naja, so, und wie kommen wir jetzt an die Geschwindigkeit? Jetzt nehmen wir uns mal so ein Stückchen Draht hier. So, der Länge L. Die Länge L ist nicht gegeben. Wir nehmen sie trotzdem mal an, auf das Risiko hin, dass wir uns hier jetzt verrechnen und ein bisschen verlaufen. Wir haben eine Querschnittsfläche A gegeben. Das ist die, die hier schon steht. Und das ganze Material hier ist Kupfer. Was wir jetzt noch brauchen, ist natürlich, wie viele Ladungsträger sind denn da drin in diesem Ding? Naja, das findet man auch in Büchern. So, und das sind 8,47 mal 10 hoch 28 Ladungsträger, also Elektronen letztlich pro Kubikmeter. Wenn wir jetzt die gesamte Ladung in so einem Leitungsstück ausrechnen wollen, brauchen wir dazu noch, wie viel trägt denn ein einzelner Ladungsträger, ein einzelnes Elektron zur Ladung bei. Und das ist die Elementarladung hier, die man überall nachlesen kann, die zu E gleich 1,6022 mal 10 hoch minus 19 Ampersekunden bzw. Coulomb rauskommt. Tja, wenn wir das haben, finden wir die gesamte Ladung hier in dem Ding zu Q gleich Anzahl der Ladungsträger mal ein individueller Beitrag mal die Querschnittsfläche mal die Länge dieses Dings hier, wobei das natürlich hier das Volumen ist. So, das hilft uns erstmal scheinbar nichts. Naja, vielleicht aber doch. Denn daraus kann natürlich sofort folgen, Q durch T gleich I. Eigentlich ist es auch das Differential, aber mit Gleichstrom und allen gleichförmigen Bewegungen können wir hier einfach Q durch T schreiben. Ist dann gleich NCU mal E mal A mal L durch T. Und das hier ist eine Geschwindigkeit. So dass wir hier das auch abkürzen können zu NCU mal E, Entschuldigung. Mal E, mal A, mal V und wir dann das Ergebnis haben V gleich I durch N mal E mal A. Machen wir einen roten Kasten drum, dass wir ein Ergebnis hier haben. Der Illustration wegen gebe ich noch ein Zwischenergebnis an, nämlich die Stromdichte. Das ist einfach I durch A und das ist gleich J. Und das ist hier NCU mal E mal V. Hier habe ich das CU unterschlagen, aber das macht natürlich nichts. Auch das können wir als Zwischenergebnis hier uns mal merken. Das ist nämlich ein ganz interessanter Betrag, der dann dabei rauskommt. So. Ja, was haben wir jetzt oder was kriegen wir jetzt für unsere Zahlen dabei raus? Wenn wir jetzt die Zahlen von oben hier einsetzen, dann kommen wir hier schnell drauf, dass hier das V in der Leitung gleich 2,14 mal 10 hoch minus 5 Meter pro Sekunde ist oder gleich 0,0214
Millimeter pro Sekunde. Also ganz schön langsam. Schneller, auch nicht schneller als eine Schnecke im Schlaf. Ich mache noch spaßeshalber mal die Stromdichte, die wir hier jetzt ausgerechnet haben. Das kann man natürlich einfach als I durch A ausrechnen. Und dieses J hier, da kommen wir auch auf, dass das 290 Kiloampere pro Quadratmeter sind. Hätten wir den Leiter also nicht 1,5 Quadratmillimeter dick, sondern einen Quadratmeter dick, was ein ganz schön dickes Stück Kupfer wäre, dann hätten wir da 290 Kiloampere drin bei der, ja, bei der gleichen Stromdichte. Okay, so, vielleicht sieht es ja nun vollkommen anders aus, wenn wir uns das Ganze hier mal in dem Glühfaden angucken. Also wirklich mal den da betrachten. Der ist aus Wolfram und da ist die Elektronenzahl, die Ladungsträgerdichte eine andere, nämlich 5,29 mal 10 hoch 28. Aber der Exponent ist gleich. Es ist ja auch nach wie vor ein Metall, also das muss schon in der gleichen Größenordnung hier sein. Wir haben zudem einen Glühfaden mit dem Radius R gleich 10 Mikrometer. Ich würde nicht meine Hand ins Feuer legen, dass das wirklich so ist, aber das ist auch so die Größenordnung. Und dann kommen wir auf eine Querschnittsfläche, ich nenne es mal AG, gleich Pi mal R Quadrat. Das sind dann 3,14 mal 10 hoch minus 10 Quadratmeter. Das drücke ich nicht anders aus, brauchen wir nicht zu machen. Okay, die Stromdichte hier wird entsprechend größer sein, weil der Strom sich jetzt hier da durchzwängen muss. Den Strom kannten wir noch. Ich schreibe die hier mal auch mit dem Index G auf. Und wir kriegen hier jetzt raus, dass das 1,39 mal 10 hoch 9 Ampere pro Quadratmeter ist. Also 1,39 Gigaampere würden in einem Draht, Wolframdraht fließen, wenn der einen Quadratmeter Querschnittsfläche hätte. Auf den Quadratmillimeter bezogen ist die Zahl etwas handlicher. Es sind 1,38 sind es eigentlich. Hier war ein kleiner Fehler. Kiloampere pro Quadratmillimeter. Gut, so, die Geschwindigkeit ist auch schnell ausgerechnet. Mal sehen, wie schnell sie jetzt hier sind. Das heißt, wir kommen hier jetzt auf V in dem Glühfaden gleich J durch N Wolfram mal E. Das ist die Formel, die ich mir von hier genommen habe. Und wir kommen hier auf 0,163 Meter pro Sekunde beziehungsweise auf 163 Millimeter pro Sekunde. Und das ist schon mal deutlich schneller. Ja, okay, ist ja auch alles deutlich dünner. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass dieser Glühfaden 1 Meter lang ist, was auch so in etwa stimmt, dann würden die armen Elektronen hier 6 Sekunden brauchen bei einer Länge von Lg gleich 1 Meter. So, das ist ganz schön lang, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass die Dinger ja normalerweise betrieben werden mit 50 Hertz Wechselstrom. Das heißt, so ein Elektron, das wird es in der Zeit einer Halbperiode ja gar nicht von der einen Seite zur anderen schaffen, sondern das wird nur immer hier drin bleiben und hin und her sich bewegen. So, machen wir uns noch den Spaß. Völlig irreal. Wir fordern V gleich 28 Meter pro Sekunde. Das entspricht nämlich ungefähr 100 Kilometer pro Stunde, also die Geschwindigkeit eines Autos, nicht zu so schnell auf der Autobahn. Na gut, wenn wir das haben wollen im Kupfer, im Kupferdraht, dann kriegen wir hier jetzt raus, dass der Strom, der geforderte, dann NCU mal E mal A mal V ist und das gibt uns hier 588 Kiloampere. Mit anderen Worten, also wenn wir jetzt hier
den Strom aufdrehen auf 588 Kiloampere, dann kriegen wir hier eine Geschwindigkeit eines Autos hin. Das ist natürlich vollkommen irreal. Hier sehen wir ja schon, dass schon bei diesen Geschwindigkeiten die Elektronen das Material so dermaßen aufheizen, dass es anfängt weiß zu leuchten, weiß zu glühen. Wenn wir da jetzt noch mehr Strom reingeben würden, das kann ja dann nicht besser werden, nicht? Naja, um das zu bewerkstelligen, bei dem gegebenen Strom, den wir hier schon hatten, da oben der, könnten wir den Draht verringern, also den Draht noch kleiner, Draht Radius bei oben gegebenem Strom. Können wir das ausrechnen? Wir kommen darauf, dass wir eine Fläche brauchen auf der Auflösung dieser Gleichung. I durch NCU mal E mal V gleich 1,144 mal 10 hoch minus 12 Quadratmeter oder 1,144 Mikrometer zum Quadrat und mit R gleich Wurzel A durch Pi, also letztlich die Auflösung, da kommen wir hier auf einen Radius von 0,603 Mikrometer. Also wir müssen noch deutlich haarfeiner werden, als dass der Glühfaden wird. Aber das wird irreal sein, denn diese hohen Elektronengeschwindigkeiten, die hohe Reibung führt dazu, dass das Material sofort verdampfen wird. Damit wünsche ich noch viel Spaß beim Weiterrechnen. Und einen schönen Tag.